In deutschen Wäldern leben zurzeit, ich habe mal nachgerechnet, etwa 500 Wölfe und in Wolf-Monitoring-Projekten ungefähr doppelt so viele Wolfsberaterinnen. Das ist die positive Nachricht. Und wir glaubten schon, wir hätten den grauen Räuber längst im Märchen begraben. Stimmt allerdings nicht. Der Mensch mag den Wolf ja, sagen wir, an sich nur in seiner Family Edition als Golden Retriever. Diesen Original-Rotkäppchen-Killer, ja, den hasst er ja wie kaum ein anderes Tier. Bewundert ihn aber auch genau deshalb. Das war schon eine dolle Nummer, wie er sich als Oma-Tunte verkleidet hat und Rotkäppchen flachgelegt hat. Also Hut ab. Der Wolf ist ein bisschen so, wie wir tief uns drin sein würden, also gerne. Nicht? So ein wilder Rüde, der durch die Welt streift und sich nimmt, auf was er gerade Lust hat. Sean das Schaf oder Willi den Frührentner. Aber es musste auch erst der graue Räuber kommen, um daran zu erinnern, dass wer Fleisch fressen will, auch Tiere abmurksen darf. Das hatten wir völlig vergessen, ja, als bewusste Biofleisch-User, die nur Schweine fressen, die einen Organspendeausweis dabei haben. Und dann kommt so ein Wolf in unser schönes Land und macht kleine Lämmchen tot. Du, ja, so nicht. Wir dagegen vegetieren als fette Larven in der Wabe des Sozialstaates. Doch die Sehnsucht nach diesem anderen richtigen Leben, die ist noch nicht gänzlich erloschen. So wie ein grauer Schatten über die unschuldigen Lämmer auf der Wiese herfällt, möchte sich auch der Bürohengst abends auf seine angetraute Zippe stürzen. Doch, beides geht nicht. Ficken wie ein Wolf und gleichzeitig kuscheln wie mit Bambi, das läuft halt nicht, ja. Da draußen auf der anderen Seite der Umgehungsstraße, da liegt auch gar nicht dieses knuffige Biosphärenhabitat, durch das ein Wolfsrudel schnurrt. Da liegt die Abfalldeponie des Stadtbewohners, wo er seine Träume von erneuerbarer Energie in Beton gießt, wo riesige grüne Titten aus der Landschaft ragen, in denen Mais vor sich hin fault, wo vierspurige Aus- und Einfallstraßen sich kreuzen, täglich neue Logistikcenter den fruchtbaren Ackerboden vernichten. Das ist die zugekotzte Landschaft von heute. Der moderne Mensch aber denkt, wieso sterben die ganzen doofen Insekten aus, wenn dort sogar Wölfe wieder leben können? Die sind doch viel größer und brauchen mehr Platz. Ja, weiß ich auch nicht, ja. Man versteht die Welt ja nicht mehr. Vor ein paar Jahren hieß es noch, nach einem Atomkrieg, wenn hier alles verstrahlt ist, werden die Insekten die einzigen überleben. Und jetzt soll schon ohne Schluss sein? Atom überleben, aber vor Glyphosat einknicken. Also da hätte man... Da hätte man von diesem Biestern noch mehr erwartet. Und für Insekten setzt sich auch so gerne keiner ein. Also wenn schon einsetzen, dann lieber für den bengalischen Tiger. Den kennt man aus Dschungelbuch und der sticht einen auch nicht oder frisst den Erdbeerkuchen auf der Terrasse weg, sondern der frisst nur Inder. Ja. Nein, nein. Der Kollege Isegrim, der ist schon besser drauf. Ne? So wurde der haarige Beutegreifer zu einem insgesamten Ablenkungsmanöver einer verstädterten Gesellschaft. Guck mal, ein Wolf, Schatz. Ist das nicht süß, wie er sein Bein hebt an dem Windrad drunten in der Photovoltaikaue? Ja, ist total süß. Nur wenn Canis Lupus anfängt, am Zaun des Waldkindergartens umherzustreifen und Lisa Marie in sein Beuteportfolio einreiht, dann wird die Waldorf-Mutti im Porsche Cayenne etwas säuerlich, ja? Also sie wünscht sich mehr so einen Landlustwolf, der pittoresk im Forst umherstreift und von Trockenfutterspenden der Spaziergänger lebt. Fifi und Klopfer lässt er in Frieden. Mit den Joggern im Wald spielt er Fangen, aber abmuchsen gilt nicht. Nein. Doch weil der wilde Einwanderer aus dem Osten keinen Bock hat auf ein Leben als vierbeinige Veggie-Tucke im Stadtpark, darum soll er jetzt ins deutsche Jagdrecht integriert werden. So. Also etwas die andere Art von deutscher Integration, auch letale Entnahme genannt. Und wenn danach alles wieder friedlich ist im deutschen Wald, dann reichen für unser Lebensgefühl statt echter Wölfe auch ein paar YouTube-Videos mit attraktiven Wolfsberaterinnen in struppigen Schlüpfern. Weidmanns Dank allerseits.